Hallo, heute werde ich vorstellen, wie man ein Schmerzmittel namens Penthrox verwendet. Dieses Arzneimittel besteht aus zwei Komponenten. Die erste ist die Spritze, die zum Inhalieren von Medikamenten verwendet wird. Wenn wir das Arzneimittel inhalieren, inhalieren wir diese Seite. Die andere Seite ist die Seite, auf der die Arzneimittellösung eingeführt wird. Die Oberseite des Zylinders ist ein massiver schwarzer Zylinder, der mit Holzkohl gefüllt ist. Wofür ist dieser Zylinder? Wenn wir das Medikament inhalieren, wir atmen aus, damit das Medikament durch das Holzkohl im Mundstück gelangen kann. Das Medikament gelangt nicht in die Umgebung. Die zweite Zutat ist eine Flüssiglösung, die in einer separaten kleinen Flasche verpackt ist. Die Art und Weise zu öffnen. Eine kleine Flasche Reagenz in das Ende der grünen Medizinspritze einsetzen. Drehen Sie den Lösungsflasche halb um, um sie abschrauben. Öffnen Sie den Verschluss der Flasche und geben Sie die Lösung in die Medikamentenspritze. Während die Medizin gegossen wurde, müssten wir die grüne Spritze umdrehen, um die Medizin zu masken. Drehen Sie den Holzkohlezylinder oben und stecken Sie dann Ihre Hand in ein weißes Seil wie dieses. Beginnen Sie dann mit der Inhalation, indem Sie das Mundstück in den Mund nehmen und eine Dosis inhalieren. Nachdem Sie das Medikament inhaliert haben, halten Sie den Atemen und zählen Sie von 1 bis 10, 10 Sekunden, damit das Medikament tief in Ihre Atemwege eindringen kann. Atmen Sie dann aus, ohne den Mund vom Mundstück zu nehmen. Beginnen Sie mit dem zweiten Einatmen. Sie können sich eine Sekunde Zeit nehmen und den Atem vor 10 Sekunden einhalten. Ausatmen. Und Sie können einen dritten nehmen und den Atem vor 10 Sekunden einhalten. Ausatmen. Nachdem Sie 3 Dosen inhaliert haben, legen Sie die Pillen diese Small Base ein, weil wir möchten, dass Sie die Niedrigstdosis halten, die Schmerzen lindern kann. Und Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass das Medikament wieder herausfließt. Und am wichtigsten, nachdem die Lösung der Arzneimittels in den grünen Zylinder gegeben wurde, kann das Arzneimittel nur eine Stunde lang aktiv sein. Wenn Sie nach 3 Inhalationen und 5 bis 10 Minuten immer noch Schmerzen verspüren, können Sie 3 weitere Mal zum 4, 5, 6 Mal inhalieren.